Okay, dann wollen wir mal fortsetzen. Wir waren. Oh, ich habe in der Küche aufgehört. Aber war ich hier fertig? Ach, du treibst bestimmt einige LPs auf. Hallo an YouTube. Kurze Erklärung, es ging eben um Dragon's Dogma 2. Ja, das spielen jetzt so viele, da wirst du bestimmt was finden, dir das anzugucken. Okay, ich glaube, ich war vorerst fertig mit der Küche. Lass mich mal in die anderen Räume gucken. Irgendwo hatten wir weitergemacht. Esszimmer zum Beispiel. Machen wir das doch einfach hier. Der gute Bogenhanf, den ich nicht auf die Fensterbank stellen darf. Das ist ja okay, vielleicht auch ein bisschen. Der mag, glaube ich, nicht ganz so viel direkt Sonnenlicht. Die Sukkulente schon. Eine zickige Diva ist sie. Ja, gut. Wenn sie schon wieder rumzicken kann, dann ist es gut, ne? Das sind aber manchmal auch schwierige Patienten dann. Ne, das passt mir da unten hin, ne? So, der rote Laptop von der Freundin. Das ist ein bisschen ein kleineres Buch. Warum die Leute immer so unterschiedlich große Bücher? Was soll das denn? Das wird ja immer schlimmer. Da ist eine Pistole drauf. Was soll ich denn davon halten? Ja, Bilder im Esszimmer ist ein bisschen. Naja, mal gucken. Der zweite Fisch. Ich gehe in die Küche. Da ist der zweite. Dann, oder wir tun beide ins Esszimmer. Auf den Schrank. Ich will da. Ich hab zu viel Backpack-Battles gespielt. Ich will dauernd mit R und E drehen. Ich mach das ja hier mit der Maustaste. Hallo, Wilonka. Ja, gut, Salz und Pfeffer, so kann man vielleicht auf dem Esstisch stehen lassen. Das weniger. Okay, Moment. Moment! Der Sound war laut. Ich finde es gut, dass sie einen Untersetzer da reingepackt haben. Wieso hast du dich jetzt automatisch gedreht? Immer mit ihren ganzen Angebersachen hier. Ich habe nie in meinem Leben irgend so eine Medaille oder sonst irgendwas gewonnen, irgendeine Auszeichnung. Arbeits. Oh, ich habe hier noch Platz. Ja, richtig. Da können wir noch eine, können wir noch die Auszeichnung hinpacken. Stimmt, das Zimmer, das Arbeitszimmer war nicht schlecht, ne? Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Dann kommst du mal mit. Ich habe gerade gelesen, dass das Wort zickig tatsächlich als Beleidigung zählt. Irgend so ein Typ hat einen Arbeitskollegen als zickig bezeichnet und muss tatsächlich eine Strafe dazu zahlen. Oder Schmerzensgeld. Ja, also zickig kenne ich schon auch eigentlich als Beleidigung. Als Frau kriegst du das in der Regel als Beleidigung an den Kopf geworfen, ja?
Aber ich dachte, bei deiner Mutter meintest du es vielleicht auch so ein bisschen, weil du sie ja nun mal sehr gut kennst, entsprechend liebevoll neckend. Wie sieht denn unser Wohnzimmer nochmal aus? Ah, hier ist ein Poster. Schwierig. Das passt irgendwie auch nicht mehr so ins Esszimmer, ne? wenn wir die Uhr woanders hinpacken. Wie, ich darf die nicht da drüber hängen. Wenn es deine Mutter auch so versteht, ist ja okay. Also ich würde es nur an deiner Stelle tatsächlich nicht bei fremden Frauen sozusagen machen. Das kann sehr nach hinten losgehen, ja. Wenn mich jemand als zickig bezeichnen würde, der würde auch eins aufs Haupt kriegen. Boah, was machen wir jetzt da mit ihr? Ist das eigentlich so ein Flachbettscanner oder so? Wir nehmen den Druckerton. Ja, du bist Boomer Grinch. Wohl wahr. Damit muss man leben jetzt heutzutage. Achso, ich packe erstmal weiter. Ach nee, ich packe nicht erstmal weiter aus. Die Deckchen. Vielleicht. Ich habe überlegt, ob die Gläser an meiner Küche. Haben wir in der Küche noch Platz? Platz für Weingläser? Weniger, ne? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das eine Buch da ist, nicht mehr hinpasst, nur jedes Mal so ein Mist. Nervt mich doch. Ne, ich will das ganz dicke. Das ist nicht immer so, die jüngere Generation hält die ältere für lahm. Ja klar, Generationskonflikt ist so alt wie Generation. Ja. Was ist das eigentlich für eine Schale? Denn solche Papierservietten für zu Hause? Das ist irgendwie so Restaurant-Style. Natürlich darf ich nicht die... Es wäre so schön gewesen, ne? Wenn jetzt irgendwie der Top da noch hingepasst hätte. Oh, ist ja doof. Aber ich darf den, okay, der Laptop darf ich da drauf machen, so das, als wäre man halt gerade, weil sie hat ja kein eigenes Arbeitszimmer, so halt dann im Esszimmer beschäftigt. Toaster. Es musste ja hier noch was fehlen, klar. Noch möglichst nicht hier an die Sachen rankommen. Lag vielleicht im Pfefferstreuer, das kann sein. Aber der muss da stehen bleiben.
Wie viele Bücher hatte ich im Wohnzimmer? Hatte ich da irgendwie Bücherprobleme? Nee, ne? Also theoretisch können wir noch so von diesen kleineren Büchern was hinpacken. Das packen wir hier an. So, was fehlt denn noch? Ach so, das war so das Babyzimmer, war das einzige, wo wir noch nicht. Okay. Der Topf ist zu groß. Eine Biene. Ein Ball. Ach nee, eine Rassel. Ich habe bemerkt, dass ich keine Kinder habe, nur gleich mal so. Alles eine Rassel, klar. Sofort erkannt. Die sind natürlich sehr süß, die Bücher, ne? Das kommt auch. Oh, ja, das hab ich voll gewusst, dass das da reinkommt. Ich weiß noch nicht, ist das für Bücher das Ding? Vielleicht nicht. Weil die Klamotten kommen vielleicht hier rein. Auf den Wickeltisch. Tisch. Zum Wickeltisch. In was für einem Jahr? Wir sind 2018, glaube ich. Ja, Juli 2018. Ein Mützchen. Noch eine Rassel. Es wird überstimuliert, das Baby. Das ist irgendwie so ein Lappen, keine Ahnung. Vielleicht haben die Stoffwindeln, man weiß es ja nicht. Oh, wie süß. Oh, ich will, dass die jetzt angeht, wenn es draußen dunkel wird. Oh, ein neues Schwein. Das alte war wahrscheinlich, schon zu. Nee, das ist dasselbe. Das hat nur eine Schleife bekommen. Da ist immer noch der Flicken drauf. Egal. Find ich gut. Ich hoffe, wir dürfen noch irgendwas auf den Boden werfen, weil das ist ein Kinderzimmer. Damit man auch schön drüber stolpert. Also wie zum Beispiel diese Dinger hier. Was ist das denn? Ein Beißring. Noch eine Rassel, oh mein Gott. Wie hoch kann ich diesen Turm bauen? Moment. Gibt es da ein Achievement für? Ich wollte noch höher bauen. Es gab dafür schon ein Achievement. Ach komm. Wenn ich einen Penis gebaut hätte, ich sehe schon, okay. Aber das ist doch. Ich wollte auch. Ich wollte alle Türmen. Darf man nicht. Das ist ein Kinderzimmer ohne Kram auf dem Boden. Eben. Das ist unrealistisch. Ich weiß noch nicht, was da alles. Kann man da was reintun? Weil das sieht ein bisschen aus wie so ein. So eine Flaschentasche. Ja, viel von diesen Dingern kann man haben? Die packe ich auf jeden Fall auf den Boden. Ich weiß nur noch nicht, ob das Spiel das zulässt, ne? Ich finde es schön, dass es eine bemalte Wand ist. Ja, sehr gut. Noch ein geiles Bild. Gefällt mir besser als das Schwein tatsächlich. Irgendein verrückter Vogel. Das packen wir gleich alles in die Schubladen. Bist ein Stoffhase. Sogar das hat das
Baby kriegt auch Fanartikel. Okay. Kann man da was hinstellen? Mit Ohren. Wir haben noch nicht genug von diesen Klötzen. Das ist noch mehr. Oh Gott. Wie soll ich die denn alle da reinkriegen? Ich glaube, ich muss die Handtücher doch woanders hin tun. Oder Wickeltücher, was auch immer, bla. Oh mein Gott, wie viel Rasseln sind das denn noch? Und wie viel von diesen Dingern? Okay. Ich weiß echt nicht, was das hier sein soll, ne? Machen wir das andersrum. Das ist auch so, das ist eher so eine Nachfüllbox, ne? Die vielleicht dahin? Das passt aber auch nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Tasche sein soll. Ich habe gerade voll ein Déjà-vu, aber ich weiß nicht zu was und warum. Weird. Okay, vielleicht. Also, ist noch ein bisschen auf dem Boden hier. Die Ersatzringe hier rein. Das Kissen ist für die Eltern. Schade, dass man das nicht irgendwie aufstellen kann. Ja, die Flaschentasche, ne? Küche. Aber ich glaube, die ist auch okay hier, oder? Also zumindest leuchtet sie nicht rot. Das heißt, eigentlich ist sie auch okay, wenn sie hier steht. Ich packe das nicht noch in die Küche. Aber ich habe tatsächlich jetzt hier noch was frei. So. Ist immer noch fast zu ordentlich hier, ne? So, was ist denn im Klo falsch? Das Teil, warum? Ja, gut so, ne? Das war die Wickelkommode hier. Also ich interpretiere das als Wickelkommode, weil ja auch diese Tücher und die Pampers hier sind. Vielleicht können wir die auch einfach hier so ein bisschen verstauen. Da darf es nicht hin, aber da darf es hin. Also es will schon zur Kommode hier, ne? Okay. Klo war jetzt in Ordnung, oder? Und hier die zwei Auszeichnungen dürfen hier nicht rein. Warum?
Wieso dürfen wir hier nicht rein? Vielleicht, weil das... Nee, die erste Auszeichnung war doch sozusagen unsere und das andere ist von der Freundin, also... Komisch. Also sonst hätte ich gesagt, in unserem Arbeitszimmer dürfen unsere Auszeichnungen, aber das wäre ja dann richtig gewesen mit dem Ding hier. Oder was auch immer das ist. Jetzt habe ich da unten so ein freie... nicht, was ich da... Ich finde dieses Ding echt hässlich. Die ganzen Auszeichnungen. Kann man diese... Ach, diese Fische. Wale. Schrecklich. So, hier ist mal wieder alles falsch. Ich verstehe. Ich verstehe bis heute nicht, was das Ding ist. Und wo soll das hin und warum und... Hä? Also da oben ist es nicht okay, aber da ist es okay. Ich dachte auch immer irgendwie vielleicht Honig. Da ist auch okay. Na gut. Aber ich habe für das Ding keinen Platz mehr hier. Ist alles voll. Alles voll. Wo soll man das denn hinlegen? Also was die Küche angeht, macht mich das Spiel immer fertig, ne? Ich kriege halt auch keine drei Backbleche übereinander. Das darf auch nicht. Wo soll ich denn hin mit dem Teil? Hier. Ich meine, ich kann das tauschen, aber ich habe dasselbe Problem mit dem Ding halt. Können wir die woanders hinlegen? Die sind vielleicht etwas flexibler. Okay, die Schubladen sind grauenvoll, aber egal, ich muss da ja nicht mehr reingucken. Das ist nicht meine Küche. Warte, wir haben im Esszimmer genug Platz für Bücher.
Das ist das größte Buch. Es tanzt ein bisschen aus der Reihe. Ja, genau, das sind diese Dinger, die immer in die Schublade gehören, damit sie ja die Schublade blockieren und man sie nicht mehr aufkriegt. Gilt für Schneebesen und Wender, Pfannenwender gleichermaßen. Kann ich das jetzt eigentlich wieder tauschen? Weil ich finde, den braucht man vielleicht öfter als den. Ne, der passt gar nicht. Ja, gut. Dann machen wir das doch so. Können wir die vielleicht... Ich will die schon, ich glaube, ich will die lieber da unten irgendwo mit reinstellen. Okay. So. Ist hier irgendwas rot? Nö. Bedeutet, wenn die Dinger rot leuchten, dann kann man das Kapitel nicht beenden. Das Spiel möchte dann, dass man es woanders hinpackt. Und erst wenn nichts mehr rot ist, geht es dann mit der Story weiter. Ja, so eine Eieruhr kann man eigentlich, genau, die muss man ja auch dauernd benutzen. Die kann man ja prominent in die Küche stellen, das ist richtig. Die muss nicht in die Schublade. Ach so, ja, gut, das dachte ich mir schon, dass das nicht dahin gehört. Das war, aha. Wo hatte ich denn... Die Tasche darf da auch nicht hin. Wo hatte ich denn den anderen Lautsprecher? Oder was auch immer das war. Ich weiß bis heute nicht, was das eigentlich ist. So, da hinten in die Ecke darf ich das Ding reinstellen, okay. Aber die Tasche darf da nicht hin. Darf die dahin? Das darf nicht in die Schublade. Wieso? Hä? Wieso darf das nicht in die Schublade? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil jetzt ist meine Schublade leer. Na gut. Also, das war 2018. Wir machen mal, wir zoomen nochmal raus. Das Schlafzimmer mit dieser tollen Vieh immer noch. Und unsere Entenkollektion, Hühnerkollektion. Das Babyzimmer, chaotisch, aber gut. Naja, das ist nicht so chaotisch wie die Küche eigentlich, ne? Der Boden muss ja so. Gästeklo. Da war das übrigens okay mit diesem Lautsprecher, frag mich nicht. Das Arbeitszimmer, oh, mich im Schrank noch so machen. Esszimmer. Und die schlimme Küche. Dann können wir weitermachen. Endlich ein Kühlschrank, der groß genug für alle Magneten ist. Wenn man ein anderes Foto macht,
Also auswählt als Enddingens, kriegt man einen anderen Text? Weil es wäre unlogisch, diesen Text zu bekommen, wenn ich jetzt beim Babyzimmer aufgehört hätte. Das war's? Oh, dann hätte ich das letzte Mal im Prinzip fast noch zu Ende machen können, haben wir alles eingerichtet so. Ich hätte nicht auf diesem Bild enden sollen. Diesen Grashüpfer dachte ich gar nicht. Was war das denn eben? Süß mit dem Lied, ne? Wie schön, dass man da am Ende noch so ein Foto hat von den beiden. Und sie mit dem gepunkteten Kleid. Ja, das war Unpacking. Sehr süßes Game. Vielen Dank, dass ihr euch das zusammen mit mir angeschaut habt. Vielen Dank, dass du mich auf meinem Weg begleitet hast.